Die Syrien-Friedensgespräche, die am Montag in Genf fortgesetzt wurden, stehen derzeit unter keinem guten Stern. Die syrische Opposition nannte eine Fortsetzung der Verhandlungen auf Twitter inakzeptabel, sollte die Regierung und ihre Verbündeten nicht die Belagerungen von Städten beenden und Bombenangriffe gegen zivile Ziele einstellen. Zuvor hatte die syrische Beobachterstelle für Menschenrechte von einer Eskalation der Kämpfe im Westen des Landes berichtet. Demnach flog die syrische Luftwaffe schwere Angriffe auf Ziele in Homs. Rebellen griffen ihrerseits Stellungen der Armee in der Provinz Laktakia an. Diese Bilder, die am Montag entstanden sein sollen, sollen diese Kämpfe zeigen. Eine unabhängige Überprüfung der Angaben ist nicht möglich. Am Montag hatten mehrere Rebellengruppen zu einer neuen Schlacht gegen die Regierungstruppen aufgerufen und dies mit Verstößen der Regierung gegen die Feuerpause begründet. Beide Seiten werfen sich schon länger Verstöße gegen die im Februar ausgerufene Waffenruhe vor. In den vergangenen Tagen stand die nordsyrische Stadt Aleppo im Zentrum der Kämpfe. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier forderte die Konfliktparteien auf, trotz der jüngsten Kämpfe am Verhandlungstisch zu bleiben. Ich hoffe, dass die Argumente ausreichend sind, um allen Seiten zu erläutern, dass dieser Konflikt militärisch nicht zu einem Ende zu bringen ist, der die Zukunft des Staates Syrien als Einheit garantiert. Und deshalb hoffe ich, dass trotz aller Schwierigkeiten, die ja nicht überraschend sind, sondern die ja erwartet waren, dass trotz aller Schwierigkeiten die Verhandlungsparteien am Tisch bleiben. Die syrische Opposition macht zudem Front gegen den UN-Vermittler Staffan de Mistura. In einem Brief an die Rebellenunterhändler schrieben mehrere Oppositionsgruppen, de Mistura sei völlig parteiisch, was die Forderungen des Regimes und dessen Verbündete angehe.